Das Afrika-Panorama im Tierpark Hagenbeck wird bewohnt von zwei seltenen Rothalsstraußen, zwei vorwitzigen Warzenschweinen und einer Herde reinrassiger Chapman-Zebras. Hengst Frank und seine vier Stuten Yassi, Vicky, Gypsy, Shirina und, voilà, dem nur wenige Tage alten Neuzugang Nana. Kleine ist jetzt gerade 4 Tage alt. Sie ist ein Mädchen. Sie ist getauft worden auf den Namen Nana, was Swahili bedeutet Lady. Was passt. Bei ihrer Mutter, Yassi, ist nämlich unser Haupttier hier auf der Anlage, neben der Hengst, ist die Alpha-Weibchen. Und Mutter ist sehr, sehr stolz. Und Tochter wird wahrscheinlich genauso werden. Und daher der Name Lady passt super und kann man es gut merken. Und ich freue mich darüber. Die Geburt ist relativ schnell, weil in Schutz der Dunkelheit muss diese voll geboren werden und auch gleichzeitig aufstehen, weil morgens warten schon die ersten Löwen normalerweise, beziehungsweise Leoparden und so was. So die ersten 24 Stunden sind sehr, sehr kritisch. Hier im Tierpark machen wir das ein bisschen anders. Wir haben natürlich den nötigen Schutz. Es sind keine Löwen direkt nebenan, aber auch Mutter und Kind muss sie kennenlernen. Und diese Phase dauert bei uns etwa 3 Tage. Und so war es hier bei Nana. Sie ist 3 Tage im Stall gewesen mit der Mama. Die Mutter-Tochter-Bindung ist gestärkt worden in dieser Zeit und jetzt ist konzentriert die Außenanlage und wird auf jeden Fall geschützt von Mama. Bei jeder Gefahr läuft sie entweder hin oder Mama ist da. Aber die anderen Zebras sind auf jeden Fall neugierig, haben aber nichts zu sagen. Bei dem morgendlichen Gesundheitscheck wurde bereits Nanas Geschlecht bestimmt und ein Identifikationschip implantiert. Nur die allerwichtigsten tierärztlichen Maßnahmen wurden durchgeführt, um keine Unruhe in die kleine Familie zu bringen und um eine Trennung von Mutter und Tochter zu vermeiden. Etwa 30 Kilogramm wiegt ein neugeborenes Zebrafohlen, während die ausgewachsenen Tiere, je nach Geschlecht, zwischen 175 und 300 Kilogramm wiegen können. Aber die spontanen Bocksprünge des kleinen Zebramädchens sind ohnehin aussagekräftiger als sein Gewicht in Kilogramm.